heute klingt es ein bisschen lauter. Ich möchte heute irgendetwas plappern. Ich habe zwar gar keine Ahnung, was ich sage, aber im Moment passiert einfach so viel, dass ich irgendwie, ja, dass ich dachte, ich muss einfach mal wieder reden. Und es sind einfach immer wieder so viele Dinge aufgefallen im Leben. Momente, die man eigentlich versucht, ernsthaft zu nehmen. Und plötzlich entsteht aus einer kleinen Sache etwas Größeres. Und meistens kann man das am besten erklären mit dem Wort Liebe. Das ist das bekannteste Wort, glaube ich, in der ganzen Welt. Und das Komplizierteste. Mein Hund trinkt etwas. Da schlappen wir nicht dich. Wir warten. Nein, nein. Und ich finde, das ganze Schicksal, was uns begleitet, das ist irgendwie recht amüsant. Zum Beispiel, ich kenne ein Mädchen, das hat seit 3 Jahren nicht mehr wirklich geliebt. Es hat jemanden geliebt und derjenige ist auf einmal nicht mehr da gewesen. Und naja, dann ist sie ausgewandert. Aber erstmal nur für eine gewisse Zeit, um zu schauen, ob es ihr dort gefallen würde. In diesen ganzen 3 Jahren ist nie etwas passiert. Sie hatte natürlich Leute kennengelernt, aber nicht mehr. Und dann auf einmal lernt sie jemanden kennen. Sie steht mitten in einer Disco, einer Bar, einer Kneipe, einem Pub. Das heißt Pirates in Hirnville. Das ist hier Cancho Claros. Und auf jeden Fall steht sie da mit ihrer Freundin, die einen Wodka trinkt. Und dann kommt ein Typ her und sagt, möchtest du einen Eistee trinken? Und sie lacht und sagt, ich trinke auch Alkohol. Ja, dann hat er ihr etwas geholt und sie sollte warten. Sie hat aber nicht da gewartet. Das ist so ihre Art. Sie ist dann an den anderen Platz gegangen zu ihren Freundinnen und dem Kumpel und hat aber dauernd geschaut, was er tut. Er ist dann auf einmal stand er wieder vor ihr und hat ihr einen Mojito. Er hat ein Bier getrunken, glaube ich. Ja, so ungefähr. Ja, dann haben sie den ganzen Abend geredet und irgendwann hat er auch ihren Rücken gekraut und sie haben gesagt, sie treffen sich am nächsten Tag. Dann haben sie sich tatsächlich am nächsten Tag getroffen. Auch an dem Freitagabend noch hat er ihr dann gebeichtet. Er fand das wohl für schlimm und hat gesagt, es gibt ein kleines Problem und dieses Mädchen kennt Probleme so eigentlich nicht. Sie steckt jedes Problem weg. Sie hat dann gesagt, was? Und er meinte, ich habe eine Tochter, Celine. Sie ist 5. Okay, das war für sie kein Problem, denn das Mädchen liebt Kinder. Sie fand die Vorstellung eigentlich recht schön und er war wirklich ein toller Typ, er war anders. Welcher Typ kommt in der Disco her und sagt, möchtest du einen Eistee? Und auf jeden Fall dann, an diesem Samstag, haben sie sich getroffen. Sie waren mit der Kleinen in ihrem Streichel zu. Das war schön. Das fand das Mädchen wirklich schön und er auch. Und irgendwie dann hat sie ihren Hund geholt und hat an dem Abend bei ihm geschlafen. Nur bei ihm geschlafen, nicht mit ihm geschlafen. Dann ist sie geblieben und am nächsten Tag ist sie kurz heim und hat dann wieder bei ihm geschlafen. Und auf einmal sagte sie, und er auch, sie möchten sich sehen. Und das Mädchen wusste ganz genau, dass sie bald zurück muss. Das war komisch, denn auf einmal empfand sie mehr für diesen jungen Mann. Und in den ganzen 3 Jahren hat sie nie irgendetwas an sich rangelassen, Gefühle. Und jetzt auf einmal, das ist das, was ich nicht ganz verstehe, das ist so eine unlogische Sache in diesem Leben. Und jetzt verliebt sie sich in einen Mann, wo sie weiß, sie wird ihn eigentlich nicht so oft sehen. Sie fängt im Juli eine neue Arbeit an, einen echt guten Job, eine gut bezahlte Stelle und ansonsten hätte sie wahrscheinlich in ihrem gigantischen Wahnsinn gesagt, hey, ich tue zu dir, bis ich was Eigenes habe. Ja, ich weiß nicht, aber ich würde mich freuen, wenn ihr irgendwie so etwas Ähnliches fühlt oder euch mal passiert ist. Ja, die Liebe ist kompliziert und eigentlich echt scheiße. Obwohl sie anscheinend das Schönste der Welt ist. Danke fürs Zuhören.